Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe das T-Shirt von meinem Mann an, weil er zieht es nicht an, deswegen ziehe ich es halt an. Es gibt mal wieder ein XXL Shein Haul und zwar sind beide Pakete hier von Shein. Wie man sieht, die sind schon offen. Ich hatte schon das ein oder andere Teil an. Ich habe die euch auch schon zum Teil auf TikTok gezeigt. Aber ja, wir machen jetzt auf jeden Fall, wir fangen direkt an. Ich habe natürlich alles schön wieder ordentlich eingepackt. Und bevor wir anfangen, hier ist natürlich der Suchcode und alle Produkte sind in der Infobox, also in der Beschreibung unten verlinkt. Das heißt, wenn ihr irgendwas nachkaufen wollt, könnt ihr das unten anschauen. Dann fangen wir hier direkt mit dem ersten an und zwar ist das ein komplettes Outfit. Und zwar ist das einmal so eine Art Cargohose, etwas lockerer. So sieht die von hinten aus, die hat hier überall so Schnüre zum Engerziehen. Und dann gibt es dazu so ein Bandeau-Top in grün, so rum. Und das Outfit zeige ich euch direkt natürlich einmal angezogen. Also das ist einmal das Outfit. Ich finde, das sieht echt cool aus. Hier sind auch noch die Taschen. Die Hose kann man hier enger ziehen und hier ganz unten. Hier, die Taschen sind fake. Ah nein, oh mein Gott, das hat echte Taschen. Ja, also ich finde es richtig cool. Vor allem, es gibt ja auch noch einen anderen Farben. Ich finde die Farbe aber echt ganz cool. Ich muss sagen, ich habe solche Hosen selten an. Ich muss mich irgendwie an diese Hosen gewöhnen. Aber ich finde eigentlich diesen Style ganz cool. Und ich finde auch die Farbe richtig schön. Kann man auch mit anderen Sachen kombinieren. Kann man aber auch so mega gut anziehen. Also ich finde es eigentlich cool. Dann machen wir weiter. Die Jeans habe ich schon ausgepackt. Und zwar, ich glaube, die ist mir zu groß. Die sieht nämlich sehr, sehr groß aus. Das ist aber eigentlich nur die Größe. Ich schaue einmal nach. 36. Ich glaube, ich hätte halt einfach XS nehmen sollen, aber ich probiere sie jetzt einmal an, aber ich glaube, dass sie eben zu lang ist. Aber schauen wir mal. Leute, das ist die Hose. Ich bin gerade fast nicht reingekommen. Die ist allerdings sehr lang und ich finde die hier hinten irgendwie nicht so schön. Also die Hose ist tatsächlich, warte, ich zeige euch die mal von ganz, ganz unten. Hier seht ihr sie mal noch von ganz unten. Die Hose ist jetzt nicht ganz so mein Fall, ehrlich gesagt. Also die Farbe finde ich cool, aber die ist mir einfach ein bisschen zu lang und ich finde jetzt so Umkrempeln also nicht so cool. Ist nicht das Beste, aber schauen wir mal, was es noch so gibt. Und zwar habe ich noch einen Zweiteiler. Und ich sehe diesen Zweiteiler richtig oft und ich finde, der sieht immer so schön aus. Aber ich muss sagen, der ist, glaube ich, wieder zu groß. Also zumindest die Hose, die sieht riesig aus. Und das ist das Oberteil dazu. Aber ich probiere es einmal an und zeige es euch einmal getragen. Also das ist das Outfit und an sich ist es richtig cool. Das Oberteil passt richtig gut. Das kann man hier hinten so zuschnüren. Die Hose finde ich aber hier zu locker. Ich zeige euch die gerade auch noch mal ein bisschen weiter unten. So sieht die aus. Also eigentlich ist die echt cool, aber ich weiß ja, ob man das so gut sieht, aber dieser Schnitt hier ist mir zu locker, ehrlich gesagt. Also, ja, ich glaube tatsächlich, ich werde die Hose nicht anziehen. Das Oberteil behalte ich auf jeden Fall. Und vielleicht muss ich das auch einfach in der Nummer kleiner holen, dann würde es bestimmt auch schöner aussehen. Aber wie gesagt, ich finde, die Hose ist zu locker. Also, ja. Aber ansonsten finde ich es richtig schön und ich liebe diesen Style einfach. Also so generell diesen Zweiteiler finde ich mega schön. Würde ich mir einfach noch mal einen kleiner holen. Dann habe ich mir einmal so ein Oversize-Oberteil geholt. Das ist die Größe M. Da steht drauf, it's okay, not be perfect. Hier. Das habe ich mir eigentlich einfach fürs Gym geholt. Also so zum drüberziehen. Das ist wirklich sehr lang, aber ich finde es echt cool. Ja, das muss ich euch, glaube ich, nicht angezogen zeigen. Das sieht, also weiß man, glaube ich, wie es aussieht. Dann machen wir weiter. Das habe ich tatsächlich noch nicht angeguckt. Und zwar ist hier einfach eine Basic Jogginghose drin, eine schwarze. Die zeige ich euch einmal angezogen. Also das ist die Jogginghose, die ist fast ein bisschen zu eng. Die habe ich, glaube ich, auch in S geholt. Die ist aber eigentlich ganz cool. Vor allem hat die Taschen. Aber die ist mir fast ein bisschen zu klein. Aber also die behalte ich auf jeden Fall. Die kann man auf jeden Fall zu allem Möglichen tragen. Dann sieht gerade aus, als hätte ich noch eine Jeans, aber in so einem hellen Blau. So sieht die aus. Die sieht auch wieder weit aus, aber man weiß nie. Die sieht von hinten so aus. Sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist auch die Größe 36. Probieren wir mal an. So sieht die Hose angezogen aus. Die ist hier ein bisschen groß, aber ich finde, die ist trotzdem eigentlich ganz schön. Also die ist auch oversized, weil die passt auf jeden Fall besser von der Größe her. Ich glaube, ich muss mich einfach nur an diesen Oversize-Stil irgendwie bis halt unten ein bisschen gewöhnen. Aber ja, dann
Oh mein Gott, ich weiß, was hier drin ist. Das ist nochmal so ein Outfit, wie ich vorhin anhatte. So ein Zweiteiler. Und zwar ist es, glaube ich, sogar genau der gleiche. Nur in braun. Zeige ich euch direkt immer angezogen. Also, das Outfit würde so cool aussehen. Es ist aber einfach leider zu groß. Also, wie man sieht, ist es relativ locker. Auch das Oberteil ist lockerer als das andere. Also, das passt ja noch einigermaßen. Die Hose ist mir einfach zu locker. Ich zeige euch die auch einmal noch ein bisschen mehr von unten. So seht ihr die. Also, wenn ihr euch so ein Set bestellt, dann holt euch das eher eine Nummer kleiner. Gut, dann haben wir noch eine letzte Sache aus dem ersten Päckchen. Und zwar ist es auch nochmal eine Cargohose mit so Tarnfarben. Ah nein, es ist keine Hose. Oh mein Gott, das ist so ein Einteiler. Ich hatte so viel Hoffnung, diesen Einteiler. Ich bin so gespannt. Ich werde aussehen wie ein Bauarbeiter. Aber lass uns mal überraschen. Ach man, Leute, auf den Bildern sah das so cool aus. Ich weiß nicht. Also ich finde, ich sehe aus, würde ich jetzt auf die Baustelle gehen. Vielleicht kann man mit dem Gürtel noch was retten. Aber es ist halt einfach hier mega locker. So von der Länge her passt es, aber ja, ich weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das tragen würdet. Mit einem Gürtel vielleicht, aber also so für Bilder machen vielleicht einmal. Aber ich weiß nicht, ob ich damit wirklich rausgehen würde. Aber eigentlich finde ich es cool. Gebt mir mal eine 1 von 10 und sagt mal, ob ihr so rausgehen würdet oder wie cool ihr das findet. Also Leute, ich habe jetzt noch meinen Gürtel dazu angezogen. Ich finde, es ist besser, aber also ich weiß nicht. So, dann habe ich mir einmal so eine Cappy bestellt. Die kann ich jetzt nicht anziehen, weil ich habe einen Zopf. Die ist aber so, die ist relativ klein, aber ich habe auch einen kleinen Kopf, deswegen passt sie. Die hatte ich auch schon an. So, jetzt muss ich mir irgendein Outfit suchen. Ah, das, oh mein Gott, das hatte ich gestern schon kurz an. Das ist so ein Kleid mit so richtig coolen Mustern. Aber das ist meiner Meinung nach wirklich nur ein Urlaubskleid, weil das hier sehr frei ist. Aber ich zeige es euch auf jeden Fall einmal angezogen, weil ich finde, dieses Muster ist mega schön. Also das ist das Kleid, das ist hier vorne so offen und hinten geht es fast bis zum Boden. Hinten sieht es so aus, das ist richtig schön am Rücken. Aber es ist halt hier relativ wenig. Also wenn ihr eine große Oberweite habt, könnt ihr das eigentlich nicht tragen. Aber ich finde, für einen Urlaub ist es auf jeden Fall richtig cool. Und ich liebe dieses Muster und diese Farben. Die finde ich echt mega schön. Dann machen wir weiter mit einem meiner Favorite Outfits. Das hatte ich schon an. Und zwar ist es ein Zweiteiler in Weiß und ich habe den gleichen beim letzten Haul schon angehabt, im Braun. Das ist einmal so eine kurze Hose und so ein Sport-BH. Und ja, das habe ich auch immer noch angezogen. Also das ist das Outfit. Ich habe übrigens halt dunkle Unterwäsche an, also man sieht es nicht durch. Ich finde das richtig schön, es ist so basic, man kann es beim Sport anziehen. Ich werde es eher beim Alltag anziehen. Beim Sport habe ich nicht so das auf dem Weiß Outfit, aber ich finde es so für den Alltag richtig cool. Ich hatte das auch schon bei der Arbeit an. Kann es auch damit so eine Bluse irgendwie kombinieren. Ja, also ist eines meiner Favorites. Dann habe ich hier Gymhosen und zwar ein Dreierpack in Schwarz, Grau und Braun. Die Grauen und die Schwarze hatte ich tatsächlich schon an, deswegen werde ich euch jetzt die Braune angezogen zeigen. Die sind mit so einem ähnlichen Stoff wie das Weiße, das ich anhabe. Und hinten am Po sind die so glatter und haben diesen Scrunch drin, also diese Gym-Leggings. Genau, die finde ich echt cool und ich finde dieses Muster auch nicht schlecht, weil mit dem Muster, die sind immer nicht so durchsichtig wie die normalen. Also so sieht die aus, die ist so basic eigentlich. Ich finde sogar, dass das eigentlich voll gut zusammenpasst, also so könnte man auch voll gut zum Sport gehen. Ja, also ich finde dieses Muster viel besser als bei den anderen Hosen, aber das muss jeder für sich wissen. Aber ich finde die Hosen echt bequem. Ja, und dadurch, dass sie einfach ein bisschen dickeren Stoff haben, finde ich einfach, sind die besser, weil die einfach auch blickdichter sind, als die, die diesen dünnen Stoff haben. Dann machen wir weiter mit einem ein Zweiteiler. Oh, der ist umgedreht. Den hatte ich nämlich auch gestern schon an. Der ist auch richtig schön. Und zwar ist es einmal so eine Schlaghose oder einfach so ein bisschen weitere Leggings. Und dann hier so ein schulterfreies Oberteil mit hinten so ein bisschen länger geschnitten und so zum hier schnüren. Zeige ich auch immer angezogen, weil das ist auch mega das schöne Outfit und auch voll so Sommerurlaub, aber man kann es halt auch im Alltag tragen. So sieht der Zweiteiler angezogen aus. Der hat hier so Schnüre und als ich den anhatte, habe ich das einfach einmal hier so drum gewickelt und hier eine Schleife reingemacht. Und dann könnt ihr das entweder drüber lassen oder ihr legt den Stoff so
drüber. So finde ich es ein bisschen schöner, weil ich mag das nicht, wenn hier so viele Schnüre an einer Seite sind. Genau, so sieht das aus. Ich finde das richtig cool. Und wie gesagt, ich finde halt, das passt einfach zu mega vielen Anlässen. Dann machen wir einmal weiter. Leute, Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Und zwar ist das so eine Sporthose. Und was an der richtig cool ist, ist, dass die rechts und links so Taschen hat fürs Handy. Und das zeige ich euch gleich in der Kombination zu. Ich habe drei, also so Sport-BHs in drei verschiedenen Farben bestellt. Und zwar in Weiß, Lila und Pink. Und den Pink hatte ich tatsächlich schon an. Ich zeige euch, glaube ich, trotzdem den Pinken. Aber es sind halt alles drei die gleichen, nur in verschiedenen Farben. Also so sehen die zwei Teile aus, das Oberteil. Ist am Rücken so komplett frei. Ich habe das, glaube ich, schon in 5-6 Farben. Ich liebe das. Hier, wie gesagt, sind so Handytaschen. Und die Hose würde ich jetzt nicht im Gym anziehen, die wäre mir zu kurz. Aber so zum Joggen oder einfach, wenn man irgendwas, eine sportliche Aktivität macht, weil ich ja so oft joggen gehe, finde ich die eigentlich ganz cool. Auch mit diesem Bund hier. Ja, dann habe ich einmal hier so Schlappen. Ich bestelle ja relativ oft Schlappen bei Shein. Das sind so beige. Passen, sind bequem. Wo ihr euch nie wundern dürft, wenn ihr Schuhe bei Shein bestellt, die wiegen immer gefühlt 3 Gramm. Also die sind immer richtig leicht und aus Plastik, die riechen immer ein bisschen, aber ja. Dann machen wir weiter und auf das Outfit habe ich mich auch mega gefreut. Und zwar ist es auch ein Zweiteiler und ich finde diese Farbe so cool. Ich habe den schon in einer anderen Farbe. Das sieht wieder groß aus, aber das ist so eine Radlerhose und so ein Oversize-Oberteil. Und das T-Shirt hat so einen geilen, leichten, angenehmen Stoff. Und das ist auch so ein Stoff, der nicht so schnell verknittert. Zeige ich euch auch am Angezogen. Also, so sieht das aus. Hätte ich tatsächlich noch mal kleiner holen können. Das sind die Hosen. Die gehen bis hier. Die finde ich eigentlich ganz cool, dass die nicht so kurz sind. Aber hier die Hose alleine ist relativ locker. Aber ich finde mit dem T-Shirt zusammen passt es voll gut. Und ich finde die Farbe halt auch richtig cool. Ja, finde ich auch, so ein Outfit kann man so bei allem Möglichen tragen. Die T-Shirts allein kann man halt auch voll gut tragen. Und wie gesagt, das ist ein richtig gemütlicher Stoff. Ja, das habe ich, glaube ich, schon in 2 oder 3 Farben. Ich habe es in so einem Orange. Ich glaube, ich hatte das mal in einem Blau, aber das habe ich nicht mehr. So, jetzt kommen wir zu den letzten 2 Teilen. Ich glaube, wir machen das hier zuerst auf. Ah, das ist ein Bikini. Auf den war ich so gespannt. Das ist einmal so ein Bandeau-Oberteil. Und so eine Hose. Ah, so gehört die. Die ist zum Bräunen richtig cool. Und ich finde diese Farbe so cool, weil wenn man im Urlaub braun ist und dann einen braunen Bikini anhat, finde ich einfach gut. Finde ich einfach, sieht sehr gut aus. So, jetzt kommen wir zum allerletzten Teil und das ist ein Kleid. Das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht angeguckt. Und zwar hat das so Brauntöne. Und ist einfach so. Ah, nein, es ist kein Bandeau. Mit Trägern. Und es ist einfach, glaube ich, lang bis zum Boden. So sieht es aus. Und hier ganz unten hat es so einen Schlitz, der geht circa bis zum Knie. Ziehe ich auch einmal an. So sieht das Kleid aus, Freunde. Das ist auch eng. Und warte, ich zeige euch mal, das geht bis nach unten zum Boden. Hier ist eben dieser Schlitz, der geht sogar tatsächlich ein bisschen höher. Bis zum Oberschenkel. Ich finde immer, das ist nicht so schön, wenn die zu hoch sind. Aber ich finde, das ist noch okay. Und ich glaube, das Kleid ist tatsächlich mein Favorite aus der ganzen Bestellung. Das finde ich richtig schön. Das ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Auch die Muster liebe ich. Ja, was sagst du von 1 bis 10? Sag. Er ist schüchtern. 6. 10. 10. Also, was sagt ihr? Welches ist euer Lieblingsoutfit von dem ganzen Haul? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Wünsche habt für den nächsten Haul, dass ihr irgendwie spezielle Sommersachen, Urlaubssachen oder Deko für die Wohnung, irgendwas, schreibt es bitte in die Kommentare, dann kann ich mir das durchlesen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!